Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Donnerstag, morgen, sprich, gestern war wieder ein Nestwechsel und das heißt heute wieder ein Top-Video mit den besten Nestern aus München. Ich wollte gerade sagen 5, aber ich weiß nicht mal, ob es 5 sind. Ich habe auf die Map geschaut und leider echt nichts Interessantes gefunden. Ich meine, es gibt immer was, ab und zu kann man da mal hinschauen, aber jetzt echt nichts, wo ich sage, okay, da muss ich unbedingt hin, da muss ich unbedingt ausnutzen, so oft es geht. Aber es gibt immer was zu tun. Also diese Nestmigration leider nicht so viel Interessantes. Es gibt mehrere Quapselnester, also Panzerwiese direkt bei mir. Wieder Quapselnest direkt zweimal hintereinander. Dann irgendwo nochmal ein Quapselnest. Ah ja, englischer Garten, glaube ich. Und Hofgarten auch. Es gibt mehrere Entonester, mehrere Dodo-Nester. Also Ostpark ist, glaube ich, ein fettes Dodo-Nest. Westpark war auch irgendwas nicht Interessantes, also dieses Mal echt nicht so der Hit. Aber hier unten könnt ihr schon was sehen, also auf Platz Nummer 5 haben wir ein Endivien-Nest. Hier in der Nähe von Bogenhausen, Oberföhring, Unterföhring, Effnerplatz hier. Ist gerade nur 2 angezeigt, aber ich habe vorhin schon 5, 6 gesehen, also ist nicht das allergrößte Nest, aber MDV ist interessant, das wäre der letzte Starter von Gen 2, der mir noch fehlen würde. Und ich habe da schon mal, also ich war da noch nie, aber ich habe da schon andere Nester beobachtet. Also ist auf jeden Fall ein stabiles Nest. MDV ist sehr stabiles, interessantes Monster. Werde ich mir wahrscheinlich einmal anschauen, weil ich MDV echt noch brauche. Dann kann ich mehr dazu sagen, wie das Nest so ist, aber für jetzt ist das Platz Nummer 5. Dann auf Platz Nummer 4. Haben wir ein altbekanntes Nest, die Maximiliansanlagen, Friedensengel und Maximilianeum. Da waren schon sehr, sehr viele Nester. Das erste Mal waren wir dort, wo es Oval gab. Und da ist jetzt ein Schneckmarknest, relativ groß. Schneckmark, nicht allzu interessant, aber Gen 2. Pokédex-Eintrag kann man immer gebrauchen und einmal kann man da schon hingehen, um sich den Dex voll zu machen. Also ich brauche es nicht mehr, ich habe mehrere von denen geschlüpft und allzu selten waren Schneckmarks jetzt auch nicht, aber allzu häufig wiederum auch nicht. Also wer es braucht, einmal kann man auf jeden Fall hingehen für den Dex-Eintrag. Und hoffentlich kommt da ein 100% in der Zeit. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 ein für mich sehr interessantes Nest. Also das Pokémon ist interessant. Das Nest kenne ich noch nicht so gut. Und zwar auch wieder näher Bogenhausen oder in Bogenhausen. Und zwar ein Macholo-Nest im Samila-Park. Macholo sehr interessant, ich habe mehrere 100%, die ich noch entwickeln will und ich brauche noch die Bonbons dafür. Machomai Kampf-Pokémon sehr stark gegen Galaxo, gegen Hyterga, also da kann man die auf jeden Fall gebrauchen. Wie gesagt, das Nest kenne ich persönlich noch nicht, muss ich auch erstmal abchecken, aber sieht gut aus. Hier ein paar Macholos, ein Dratini, ein Rihorn sogar, also das werde ich mir demnächst auf jeden Fall mal anschauen. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2, wieder Olympiapark. Ihr wisst, es gibt eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Obere Hälfte war jetzt Rihorn, das war echt saftig, aber untere Hälfte wieder Glumander. Das war vorletztes Nest auch so oder vorvorletztes. Auf jeden Fall vor kurzer Zeit war da auch Glumander. Untere Hälfte ist eigentlich besser, hat mehr Spawnpunkte, wie ihr sehen könnt. Abnormal viele. Da der Olympiapark relativ nah zu mir ist, werde ich auf jeden Fall ein, zwei Mal vorbeischauen. Wieso nicht? Glumander, immer noch cooles Pokémon. Glurak hat neue Attacken, glaube ich, gelernt. Hitzekoller, falls ich mich nicht irre, ist die neueste, stärkste Attacke. Habe ich noch keinen davon. Und videotechnisch ist ein cooler Park. Vor allem, wenn wir immer oben sind, sollten wir auch mal die untere Seite abchecken. Also dort kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann auf Platz Nummer 1 haben wir ein sehr, sehr fettes Pikachu-Nest. Also ich persönlich brauche es nicht mehr, aber ich kenne viele Leute, die haben bisschen rumgetrödelt, haben immer noch nicht die Pikachu-Medaille. Jetzt ist eure Chance, enttäuscht mich nicht, Leute. Schloss Nymphenburg, außen, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, Schlosspark Nymphenburg, so wie es da steht. Überall Pikachus. Ist natürlich auch eine große Fläche, also da war davor die Fukanos, wie ihr sehen könnt, echt eine Menge, also schnappt euch die Pikachus, schnappt euch die Medaille, das waren die 5 Nester. Mich könnt ihr ab und zu, was heißt ab und zu, ich werde ein, zwei Mal zum Olympiapark gehen, mir ein paar Glumandos farmen, einmal zum Macholonest und
Ansonsten ist demnächst auch Ostern, also ich hoffe, dass ein Oster-Event kommt und also dann die Nester in dieser Nestmigration eh nicht so wichtig sind, weil wir alle das Event ausnutzen wollen, aber das war's. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von den Nestern haltet, wo werdet ihr hingehen, was ist euer Lieblingsnest oder was für Nester gibt's bei euch? Ihr wohnt ja nicht alle in München. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab und vergesst nicht Pokémon und Serious Business.